Das heißt, was bin ich als Auge? Was ist es als Augenspiegelbecher im Verhältnis zu jenem anderen, das durch diesen Apparat erblickt wird? Und was ist dieses andere, das zurückblickt auf dieses Erblicktwerden und der Ort ist, an dem dieser Augenbecher auch nur entstehen konnte, wie auch das Bild dieses Entstehens und wieder Zurückentstehens nur wieder im Auge, im Augenapparat Existenz werden kann und konnte. Das lässt sich dann analogisieren. Was ist dieser Körper? Was ist dieser Leib, dieser Träger? Zum Beispiel des Sehorgans und aller anderen sensorischen Apparaturen im Verhältnis zu demjenigen, in und aus dem es entstand, das hin wiederum gar nicht existieren würde, wenn es nicht in und aus sich selber ein Sphärenkugelwesen hätte entwickeln, sich machen lassen, innen einfälteln, von dann wieder außen ausgestülpteten Augententakeln zum Beispiel, ohne welches es selber gar nicht wäre oder gewesen wäre, wenn dieses Wesen nicht die Eigenschaften hätte, dieses Verhältnis zu erblicken und sich sehen zu machen, dieses wechselseitige Entstehen und Bedingtsein voneinander, dass das Auge, das über dem Meer von Solaris schwebt, das in seinen Gyri und Sulzi nur graue Denksubstanz ist, aber kein Bildorgan hat, sich in seinem Geschehen, in seinem Produzieren von Vorstellungen selber anzuschauen. Ein Auge, das als Raumschiff ankommt und dieses Wabernde und sich ständig peristaltisch fortbewegenden schleimigen Fältelungen von Gyri und Sulzi in ihren Denkgehrprozessen betrachtet und dann hin wiederum die Mannschaft dieses Raumschiffs als beobachtendes Auge so erfasst, dass diese bemerken, wie sehr ihre Vorstellungen von der Vorstellung von Solaris und ihre Vorstellungen von sich selber und vom beobachtenden Auge und vom Raumschiff durch dieses äußere Reale des Meeres von Reali erst in die Wirklichkeit versetzt werden, sodass alle ihre Vorstellungen als Reale erst zum Tragen kommen, erst entstehen, und zwar als wirklich gemeinte Wirkliche. Das ist sicher einer der wichtigsten philosophischen Filme überhaupt. Solaris von Kubrick, nach der Geschichte, glaube ich, von Stanislaw Lem.
das beobachtende Auge einer äußeren, unerreichbaren Wirklichkeit, das in seinem Denken und in seiner Rekombinatorik beobachtet werden kann. Und der dann und das dann hin wiederum selbst die körperliche, leibhaftige, rekonstruierte und wirklich, wirklich werdende Wirklichkeit der Astronauten erst wieder erzeugt, nämlich hinsichtlich dessen, was ihre Begehrensreste offen gelassen haben, jene existenziellen Wunden der Liebe, die niemals zu schließen sind, und die ganzen Existenzen in ihren Kluftspaltrissen, den Wiederholungszwang weiterziehen machen werden. Mich hätte interessiert, was Buddha über diesen Film Solaris kommentiert hätte.